Sühchen! Hallöchen! Du, da sind wir alter wieder. Klauer. Warum bin ich ein alter Klauer? Hallöchen, klaust du dir einfach. Hallöchen? Da tut's auch noch so, als ob da gerade windig draußen gewesen wäre und rennt durch die ganze Bude wie so ein aufgescheuchtes Huhn hier. Du hast da was verwechselt. Ich bin nicht gerannt, ich bin geweht worden. Ja. Ja, also bei uns ist es gerade ziemlich, ziemlich stürmisch. Ich hoffe, bei euch wird es dann, wenn diese Folge kommt, nicht mehr so stürmisch sein. Du, Ela? Ja. Weißt du was? Jetzt sag nicht, ich bin ein Nazi, das stimmt nämlich nicht. Ela ist ein... Nein. Fotomodel. Nein, auch das nicht. Natürlich nicht. Eleganter Parkettboden. Von Arsch und Söhne. Ja, wieso ist denn das immer noch hier so unter Trend? Guck mal. In zwei verschiedene, drei verschiedene Räume hier sogar. Was ist das denn? Wie kann man das denn aufheben? Das tatsächlich. Ja, versuch mal irgendwie den Boden zu löschen. Wie denn? Weiß nicht. Jo, nee. Ja, so ist es auch nur ein Raum. Ja. Wie? Nach Zimmer, nach Fliese, nach Zimmer. Nach Zimmer, nach Fliese, nach... Hä? Versuch mal, ob du dadurch einen Raum hinkriegst. Kannst du jetzt immer noch einzeln auswählen? Nee. Ja, klappt doch. Ja, aber nee. Ja, aber doch. Ist das so okay als... Boah, können wir gerade mal Tag machen, bitte? Das ist ja grausam. Ach so, ist ja immer noch so schön dunkel hier. Ich würde... Da fehlen noch die Fenster. Die Fenster. Wir können uns keine Fenster leisten hier. Fenster sind teuer. Ja. Das zum... Mit dem Fußende. Ja, damit man rausgucken kann. Ja gut, wenn du unbedingt rausgucken möchtest. Da kommt man da durch, oder? Hier? Weiß ich nicht. Und da kommt man da durch. Also bei Sims 4 sollte es eigentlich möglich sein. Bei 3 wäre es nicht möglich gewesen. So, die kriegen übrigens jetzt ein Fenster hier. Ein riesiges Porno-Fenster. Pornogeiles Fenster. Pornonistisch. Pornrös, ja, ja. Pornröschen. So nah an Dornröschen. Nee. Echt? Ja, das ist neuerdings irgendwie... Keine Ahnung. Dinge. Das ist aber jetzt kack hier, dass das nicht passt. Nehmen Sie doch einfach eins von diesen. Nein, nicht das. Quadruppel. Das. Da gab's da noch ein anderes. Dreierfenster. Du musst scrollen. Das ist ein Dreierfenster. Nee, scroll mal. Das da. Ja. Nein. Oh, das ist winzig. Ich hab halt grande Wande. Im Arschgewande. Koji mag es halt groß. War da jetzt was Perverses dran? Ich, Ein Schelm, der Böses denkt. Das passt auch zum Stil von den Fenstern einigermaßen. So kann man doch rausgucken, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nicht gerne rausgucken können. Vom Bett aus. Das ist schön, das habe ich schon selbst einmal gehabt. Unser Dachfenster hier ist nicht schön. Das ist teilweise viel zu hell früh morgens. Also direkt über unserem Bett haben wir ein Dach. Ja, vor allem wenn Vollmond ist, weil dann kann ich nicht schlafen. Und der Scotchy kann dann nur noch Tee trinken. Ja, dann verkaufe ich das halt wieder. What? Du kannst du inspirationsloses Gehirn, du ist ja nicht... Dreh um. Fertig. Da stellen wir das Bett rein. Ja, ist klar. Ja. Die können dann aber nicht mehr ins Bett klettern. Dann machen wir hier eine Wand hin. So kommt dann zumindest einer nicht ins Bett. Boah, jetzt mecker doch nicht immer mit mir. Ich bin nur ein bisschen doof, weißt du doch. Guck mal, so ist das so okay, ja? Ja. So, toll. Dann nehme ich jetzt das Fenster hier, kopiere mir das mal eben schnell. Ich kann das nämlich mittlerweile. Ich bin nämlich ganz klug. Mit KLOK? Boah, wieso kann man das hier nicht mitnehmen? Das ist doch totale Rotzekotze.
Versuch's mal mit Alt. Was passiert mit Alt? Right. Nee. Mit Alt kannst du normalerweise Sachen platzieren, ohne dass sie einrasten. Hast du doch letztens ausprobiert. Du feine Dame, kannst sogar Englisch sprechen, das ist ja super. Hör auf, mich zu schlagen. Ich schlag dich nicht, ich kitzel dich und kneif dich. Ich kneif dich gleich auch mal, Fräulein. Hatten wir schon immer... Bitte nicht in die Nase. Oh doch, genau dahin, Fräuleinchen. Was denn, rund oder eckig? Wir waren eckig, ne? Eckig haben wir gebaut. Wir haben eckig gebaut. Das heißt, wir müssen eckige Fenster beibehalten. Eckige Fenster mit eckigen Fensterlädern. Also diese Dinger zum Beispiel. Wir müssen auf jeden Fall... Das ist doch mittig. Das könnte man doch nehmen eigentlich. Ja. Und das kannst du tatsächlich in jedem Raum nehmen, glaube ich. Aber das kostet 325 Geld. Sorgt aber dafür, dass du nur ein einziges nehmen musst. Da zum Beispiel, manche. Genau. Und da zum Beispiel auch, ne? Ja. Wecke Höhe. Auch mittig. Auch ein bisschen höher. Ja, wir müssen oberhalb von der Kackrand hier. Ja, oberhalb vom Kackrand. Ja, das ist hier, das hat man so eine Scheune gemacht. Das ist dann der Bereich, wo ein bisschen dicker mit der Farbe gestrichen ist. Da, wo die Schweine sich mit dem Arsch immer gegenreiben. Damit oder der Bereich, wo der Einjährige einfach mal mit seiner Kacke hintatschen konnte, ne? Ja, Kackrand halt. Wenn er mit seiner vollgeschissenen Windel da an der Wand lang rennt, ne? Dann passiert da nicht viel. Also ich finde das bis jetzt schon mal sehr, sehr schön. Also... Ist wirklich schon ein Träumchen. Ich glaube, das wird das Wochenende des Bauens hier. Das kreative Wochenende. Mit Haselnüttchen. So, den Beta hier müssen wir auch nochmal ganz gut verteilen hier. So, sieht das schon mal ein bisschen was besser aus. Genauso wie das hier. Und dann machen wir den Flokat hier auch nochmal komplett durch, wa? So, schon mal schön einheitlich. Wir haben ja eine Dame, einen Jungen, das heißt, der Junge kriegt auf jeden Fall das größere Zimmer, ist ja auch der Ältere, ne, warte mal, wer ist der Ältere? Ja, doch, der Junge ist der Ältere, das heißt, er kriegt das größere Zimmer. Wir sind ja, hier so, oder sollen die in einem Bett schlafen? Das wäre vielleicht auch... Nein. Macht die das pervers? Ja. Es macht aber doch gar nichts, oder? Doch. Warum? Weil. Ist das so gut? Oder ja. Und das, unter hier, und das, Ja, nee, ich fand das schon ganz gut. Dann könntest du vielleicht dahinter irgendwann mal so ein kleines Tischchen setzen mit, aber jetzt mal, keine Ahnung. Ohne Kack, wenn man jetzt hier noch so ein... Damit das kleine Kind dann einfach mal in den Fenstersims klettern kann, um Hausaufgaben zu machen. Kann das das? Leider nicht, aber ich wünschte, es könnte es. Das hätte ich nämlich früher auch gerne gemacht. Nennt sich übrigens Fensterbank. Der Schreibtisch. L-Schreibtisch von Vater und Söhne. Nee, von Geheimagent und... Weiß ich nicht. Gegenüber vom Bett. Da rein, aber das passt nicht. Das ist wieder zu dick. Das ist zu dick! Das passt nicht! Ja. Dann kann man das vielleicht doch noch weiter hinten in die Ecke reinschieben, so. So. Bett von Schmus und Schlummer. Ja. Das Kinderbettchen gut fick. Da war was, ne? Ja. Guck mal, das können wir sogar direkt hier drüben hinstellen, dann passt das. Die Aufteilung ist auch richtig, nämlich mit der Blickrichtung zur Tür. Das gehört sich so. Hier haben wir das nicht ganz eingehalten, aber in diesem Raum ist es... Wollte ich ja erst, aber durfte ich ja nicht. Stimmt nicht, mit der Blickrichtung zur Tür durftest du. Wolltest es aber andersrum. Soll das so, ja? Ja. Meinst du, es ist gut so? Das ist super so. Da würdest du sofort einziehen wollen, oder? Auf jeden Fall. So, hier das Kommode stellen wir mal hier hin. Ich wüsste zumindest, dass das ganze Haus nicht zusammenbrechen würde. Das wäre ja immerhin deine Arbeit. Ich hoffe, man kommt da durch. Wenn du schon mal anpackst, machst du es gut. Kommt man da durch? Ja, ausprobieren. Sollte aber. Schau, was haben wir denn hier noch so leckeres? Hier haben wir so einen Captain America Mülleimer. Passend zur Captain America Bettwäsche. Stellen wir mal da hin. Das stellen wir einfach mal hier hin. Falls da nochmal was passiert, dann kann man da hinten... Also stört da gar nicht. Und da geht wahrscheinlich nichts, ne? Da kann man sich auch nicht dran setzen, wenn da noch ein Stuhl kommt. Nee, das müssen wir schon hier irgendwo bauen. Und selbst da kann man sich nicht dran setzen, wenn da ein Stuhl ist, glaube ich. Weil selbst dann... Wir könnten es ausprobieren. Ja, du willst hier immer ausprobieren. Nachher sind alle tot. Tod und Zerstörung! Alles explodiert. Das passt auch da jetzt ganz gut hin. Wir müssen ja gerade noch mal hier ein bisschen ne, aufpassen, dass wir nicht zu ausfallend werden mit unserem kleinen Häuschen hier. Das kann ich.
Kann man das nicht als Gruppierung? Ah, guck mal hier. Ah, guck mal, schön. Extrem erotisierend. So. Den Müll lassen wir erstmal da. Auf jeden Fall noch ein Badezimmer. Ich weiß, es ist noch nicht fertig. Vielleicht geht die Schimpferei wieder los. Ja. Ach, die Frau hat also ein Babywiege im Zimmer und der Kerl Kommode. Hat ein hat ein Bücherregal, um zu lernen. Und eine Kommode, sagte er. Ja, für das Mädchen, damit das Mädchen dem kleinen Baby dann die ganzen Puppenkleider anziehen kann. Und eine Kommode. Manchmal ist sie schon anstrengend. Sie hört einem auch nicht zu und schlägt einen dann immer auf den Wind. Nein, lass das sein jetzt. Aus. So, das muss ich auch nochmal. Ah, das Kuscheln dann macht so viel Spaß. So, bis jetzt sieht er schon mal ganz schick aus hier. Immer noch sehr, sehr geräumig. Und ich hatte jetzt tatsächlich vor. Wieso ist der schon so und die so? Was ist das? Zeitgenössische Theke von Blanco. Und das ist Arbeitsplatte Büroflair. Ach so, ah, verstehe. Das war von, Ich glaube, irgendwas hatte irgendwer gekriegt. Der Arbeit. Ja, wahrscheinlich, hier, ne? Karl Arsch. Ebenchen. Genau. Ich möchte das gerne da einstellen. Aber dass das so weit geht. Schade, dass das nicht geht. Warum eigentlich nicht? Jetzt eine Blume hinter. Ich überlege gerade die Ecke hier einfach dann jetzt hier so. Aber das, wir wollen das ja nachher noch umbauen. Das soll ja nachher nur der Hausflur sein. Dekadent, wie man so ist. Ich stelle das erstmal alles hier so hin. Hua, der wunderschöne Stuhl. Die Badezimmereinrichtung. Die muss. Wo müssen wir die hinpacken? Ich stelle erstmal da hin. So. Ja, bald alles verteilt, ne? Unseren unglaublich großen Hausrat. Brauchen die Wände? Nö, da hat sie gerade auch nicht gestört, so wirklich. Nö, nicht so wirklich, nein. Jetzt haben wir jetzt aber natürlich gerade unser wunderschönes Badezimmer, auf das ich so richtig stolz habe, weggerissen. War ein bisschen doof. Ich werde nochmal Neues machen. So, da muss der Pott hin. Und Elblümchen. Vor allem müssen wir noch ein paar Dinge platzieren. Waren das jetzt die Sachen, die wir wirklich tatsächlich behalten wollten, alle? Badezimmer war durch, ne? Ich glaube, gar nicht mal vollständig. Die Dusche war zu teuer, die konnten wir nicht ersetzen. Guck mal, wir noch 2200 über, was wir an Geld gespart haben bis jetzt. Das ist ja unglaublich. Unglaublich! Ich glaube, das kann man so lassen. Ist das okay so? Dann fehlt aber noch die Tür. Nee? Ja, erstmal warten, bis Papa fertig ist, ich weiß. Nicht immer mängeln. So. Scheißhaus, Toilette, Scheißhaus, Toilette und auch noch der Lokus sind alle drei vorhanden. Das heißt, es ist ein perfekt eingerichtetes Badezimmer. Es geht gar nicht besser. Ja, warte mal, da ist doof. Warte mal, wo geht's rein? Da geht's rein, ne? Das heißt, wenn wir das Ding da... Nein, das ist nicht falsch. Na! Tja. Ja, aber mit Punkt und Komma kann man es auch noch bewegen. Blumen, ey. Die stören mich jetzt hier ein bisschen. So. Da ist schön. Jetzt haben wir noch ein bisschen das Familieninventar hier. Da haben wir doch hier so einen schönen Spiegel. Den können wir da hinhängen. Ach, guck mal, was schön. Ne, Scheißhausrücken. Direkt mal hier oben dran gepinnt. Ja, da hängt es auch gut. Ist gut. Immer so im Nacken kann man sich auch schön gegen anlehnen. Die Dinger dürfen wir ja noch nicht. Die ganzen Bilder, die lassen wir mal gerade Bilder sein. Pornorös, fantastikulös hier im Schlafzimmer. Dann den Handtuchhalter, der muss natürlich logischerweise hier irgendwo hin. Dann halt da. Ich hoffe, da kommt man jetzt rein und raus. Müsste aber, ne? Davor auch. Ach, die Wand ist auch schön. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber gehen mit dem Bügeleisen. Ui, jetzt ist schön.
Wieso kann ich die jetzt nicht sehen? Bitte? Ich möchte die ganz gerne in hoch haben. Wieso kann man die nicht in hoch haben jetzt hier? Kannst du die hoch machen. Ja, dann sehe ich aber doch nichts mehr. Also, weil die ja auch hoch ist. Ich will nur die hoch haben. Geht nicht. Ja, Scheißspiel. Mann. So, stellen wir die Blümchen einfach mal hier hin. Und dazwischen den Hocker. Damit Ralf stolz auf uns ist. So. Beleuchtung brauchen wir hier noch ein bisschen was. Wo hängen wir die mal hin? Da oder da? Da. Ist, glaube ich, ganz okay, oder? Jetzt in mittig hängen. Da? Nee. Die gehören nach oben. Meine, der Abstand von rechts und links. Dann natürlich da oben. Genau. Tut mir ja leid, Mutti. Mann. Eon, ah ja, das ist Eon für die pornoröseste Badezimmerbeleuchtung, die man sich so vorstellen kann. Da ist das Toilettenpapier. Da ist der Handtuchhalter. Und das Waschbecken. Da ist das Waschbecken. Das ist aber, also spotifizieren könnte man auch sagen, nicht? Jetzt haben wir noch zwei überall, da können wir vielleicht die Nummer 1 über den Kühlschrank hängen. Look at this, this is a Kühlschrank. Und natürlich nicht zu vergessen, Frank sein schönstes Objekt. Wieso kann ich das... Hä? Gibt es noch eine Taste für hoch und runter? Einfach hochziehen an der Wand. Ja, wenn ich aber... Nee. Dann solltest du vielleicht mal die Wände hochschalten. Dann geht's bestimmt. Da, ne? Diese Höhe, oder? Ja. Diese. Schuhe? Bin mir nicht sicher. Schuhe stehen unten in der Scheune. Das ist richtig. Jetzt hast du gesagt, dass wir eine Scheune haben. Schämst du dich eigentlich nicht? Jetzt werden sämtliche Bauernhöfe abgesucht, die es in Deutschland gibt. Ja, es sind bestimmt mehr als zwei. So, reicht das jetzt? Ja, ich glaube, das ist ganz wohnlich mittlerweile. Ja, tatsächlich, ja. Auf jeden Fall mehr als vorher. Die Lampe möchte ich gerne verkaufen. Die Gemälde... Oh, Gemälde. Sind die Motive jetzt immer noch die gleichen? Ich hoffe es. Sieht so aus. Oh, das muss auf jeden Fall hier hin. Ist ja wohl ganz klar. Was haben wir hier noch? Keine Ahnung, ich kleiste jetzt erstmal gerade alles voll hier. Ach, immer super, wie schön die sind, die Bilder. Guck dir das mal an. Also, wer hat die denn nur an? Die dürfen wir nicht, genau. So, ich würde sagen, da sind wir jetzt fertig. Wir haben auch kein bisschen überzogen. Danke, dass du aufgepasst hast übrigens. Jo. War so gefesselt von deinem, von deiner Dekorationswut. Von meiner Dekorationswut nennt sie es einfach mal. Dabei ist es doch einfach nur schön jetzt gerade. Wie kann ich... Oh, Weitwinkel. What the fuck? Was ist das denn? Schön. Wie habe ich das denn gekriegt? Weiß nicht. Über den Tabulator? Ja. Alter, Freaky Friday. Gut, wir sehen uns dann morgen in der letzten Folge wieder. Ja, wir sehen uns morgen in der letzten Folge übrigens wieder, ne? Da kommt nichts mehr. Bis dann. Tschüss.